Oh, herzlich willkommen, moin moin liebe Leute, zu einer weiteren Hoftour hier aus der nordfriesischen Marsch. Im Hintergrund könnt ihr schon was erkennen, aber das schauen wir uns später an. Ich grüße den Harvest Hustler. Hallo. Moin. Der mir den Spielstand kurzfristig noch zur Verfügung gestellt hat, sich die letzte Nacht um die Ohren geschlagen hat, damit wir uns heute das hier noch angucken können. Das war tatsächlich just in time noch geliefert. Er hat hier Fahrzeuge hingestellt, so ein paar kleine Geländewagen in Anführungsstrichen, weil ich sagte, ja, wir gucken uns wahrscheinlich ein bisschen zu Fuß das Ganze an und wieder aus der Luft, so wie auch mit den anderen Spielständen, weil man so, glaube ich, ein bisschen besser sich einen Überblick von der ganzen Geschichte machen kann. So, ich wollte noch einmal schnell mal Flugmodus und schneller laufen können. Hier haben wir ein Schild, wir sind am Eichenhof, Urlaub auf dem Bauernhof. Hier haben wir irgendwie, ja, kann man irgendwie aktivieren. Hier kommst du nicht rein. Ach, ist jeder einzeln für sich aktivierbar? Ja, daneben okay. Hier kann man absperren, also falls, oh Hilfe, schnell rein. So, und du bist noch am Hof bauen, umbauen oder was hattest du gerade eben noch gesagt? Ja, also hier, also ich habe komplett alles, das ganze Safecam nochmal neu gebaut, um nochmal durchzustarten. Und bei dem Hof fehlt jetzt zum Beispiel noch Bäume als Dekoration, die Bordsteine fehlen noch. Ja. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Auch hier sieht man auf jeden Fall schon mal erstmal kurz mal von oben geguckt. Hier haben wir eine ganze Tierindustrie. So sieht der Hof jetzt erstmal von oben aus. Hier vorne. Was sind das jetzt? In welche Hallen? Was ist das hier? Muss ich selber immer gucken, weil das ja sozusagen, hier sind auch viele jetzt andere Gebäude drauf, wo ich selber keine Ahnung habe, immer was das genau ist. Ich meine, das sieht aus wie ein. Das hier. Das sind zwei Ställe. Zwei Rinderställe. Einer für Jungvieh, einer für Mastvieh. Ja, also trennt sich Tiere so ein bisschen auf. Roboter. So, hier haben wir schöne Silos. Auch mit viel Deko oben drauf. Mit diesen Reifengeschichten und so weiter. Das sieht auch immer ganz gut aus. Aber die schweben so ein bisschen. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Ist das der Motto oder hast du es selber so gestapelt? Das habe ich selber so gestapelt. Ah, okay. Kannst es vorne, ist wahrscheinlich die Kollision. Das geht zwar schräg runter, aber du kannst es halt nicht anders. Das ist der Mod. Ja, das Raster ist ein bisschen blöd. Oh, da sehen wir gleich noch komische Gebäude. Ja, hier geht's runter, ja. Und die Fahrsilos, die machst du auch regelmäßig voll hier, oder was? Ja, die werden jetzt in Zukunft alle voll, weil die Tiere ziemlich viel fressen mit Mais Plus. Ja, hier ist Mais Plus am Start. Also funktioniert auch mit Mais Plus, das ist auch immer interessant für einige Leute zu wissen. Ja, doch, kann man auch mit Mais Plus spielen. Hier wird auch irgendwas hergestellt. Ich meine, du bist wahrscheinlich 30 oder 15 Sekunden zeitverzögert, würde ich vermuten. Bevor du denn immer genau siehst, was ich sehe. Ja. Du bist gerade bei den Ladewagen, das ist ein Silos. Das kann nur der Robin sein, sagt der Stefan. Das könntest du im Zweifel recht haben. Kennt die Stimme wahrscheinlich, okay. Ja. Das sind zwei Silos, links und rechts. Eins für Kalk und das andere wird dann für Dünger in der anderen Halle. Ja. Sieht auch gut aus hier. Auch immer viel am Gülle ausbringen. Ordentlich Schleppschlauchsysteme am Start. Miststreuer. Grubber. Das ist ja dann auch irgendwie ein Silo. Ich natürlich, das kannst du aber wahrscheinlich ausblenden lassen, optisch diesen grünen Strahl, ne? Das ist nur, damit man halt sieht, wo das rauskommt. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich über die Einstellung ausblenden lassen, oder? Sonst ist das natürlich so ein optisches Gesicht. Auch hier gibt es, glaube ich, einiges an Funktionen, ne? Die Mod. Was sind. Was können die Mods? Bei dem Silo. Da kannst du unten eine Bodenplatte verschieben, um halt das Silo zu schließen. Mhm. Und halt Licht ein und aus. Das ist aber wahrscheinlich über F1. Der hintere Trigger mit der Hand und dem Zahnrad ist für den Boden. Ja, ich bin ja wieder im Flugmodus, dann geht nicht alles. Naja, aber gut. Ja. Das war auch schön. Da habe ich halt die Kapazität ein bisschen angepasst, dass auch was reingeht. Ja, muss ein bisschen was loswerden. Hier haben wir Strohbergungs-Add-on, Halle, Pelletierung sozusagen, die Pelletshalle. Hier ein optisch sehr modernes Gebäude, was kann das? Ja, ein bisschen
kommt jetzt gleich dieses hier mit dem komischen. Ja. Das ist ein Silo für Stroh, Heu, Mischration, also alles, was mit dem Tierfutter zu tun hat. Das tue ich da rein. Hier ist eine Solaranlage auf dem Dach, die funktioniert zwar nur optisch, aber ist ganz cool gestaltet mit auch dem Propeller an der Seite. Ja. Ja, ich fand, das sieht ein bisschen komisch aus mit diesem Vorbau hier, aber gut, das gehört so bei dem Gebäude. Das ist halt. Hier ist auch noch Fahrzeughallen. Und hier hast du alle Tiere erstmal, oder was? Genau, also auf dem Haupthof sind, ich glaube, viermal Schweine, viermal Hühner, wovon dann einer Ente wird. Mhm. Und sonst hat die Rinderstelle. Der ganz große für die für Milchviehhaltung. Und dann auf dem nächsten Feld kommen wir dann zum Pferdezucht. Hier wird auch mit Pferdezucht gearbeitet. Der kleine Fohlen gibt es halt noch nicht. Weiß ich nicht, spielst du Enhanced Animal System oder hast du den? Nee, weil dann könnte ich den Schlachter nicht nutzen, das will ich nicht. Ja, wie gesagt, also mit den Fohlen, da werde ich nochmal gucken, dass man da auch nochmal diese Optik darstellt. Aber das hatte ich jetzt keine Zeit und keine Muße zu. Hier sogar mit einer Reithalle mit Tribüne. Bei der Reithalle kann man auch einen Dachvorbau ausfahren lassen. Dann ist der Reitplatz überdacht. Reitest du privat? Hast du Bezug zu Pferden? Nee, hätte sein können, dass einige da irgendwie Bezug zu Pferden haben. Ein bisschen. Ja. Aber ich wohne halt auf dem Land und da hast du natürlich mit Tieren ziemlich viel Kontakt. Ja. Ja, hier die Pferdeboxen. Da sind ein paar größere Boxen. Da kann man die Pferde wahrscheinlich auch noch besser parken. Aber die verkaufst du denn oder wie? Also züchtest, also werden die geritten tatsächlich und so weiter? Also der Plan ist, sie zu reiten. Ja, reiten ist nicht, da habe ich den Horse Helper Mod, sie halt geritten werden und dann werde ich jetzt halt da große Pferdezucht aufmachen, die dann verkaufen. Ja. Aber hier auch akkurat gestaltet, muss man sozusagen. Wenn man sich das mal anguckt, die Wege, das ist ja auch so genau meins. Du hast auch, glaube ich, diesen inneren Synchronmonk. Ja, also das ist ein Konzept, so ähnlich möchte ich den Rest der Produktionen und Höfe auch dann machen. Ja. Das war jetzt nur, um es zu zeigen, wie es auch schon wird in Zukunft bei allen anderen Sachen. Ja, das ist schon, da steckt viel Arbeit und viel Zeit drin, definitiv. Weil das sind ja meistens kleine Platzierobjekte gewesen, ne? Also diese ganzen Bordsteine oder was? Ja, die alles... Bordsteine, die funktionieren wie Zäune. Also ja. Da gibt es verschiedene Mods, da okay. Ist jetzt in dem Fall ein Zaun gewesen. Das ist aber praktisch. Ja, weil sonst bist du ja bescheuert und bei so vielen Objekten dann auf der Karte. Also sprich, die hast du hier auch über extra auswählbar, Landschaftsbau oder ist das mit den Zäunen mit drin? In den Zäunen selbst. Wo war das denn auch bei den Zäunen? Achso. Ja, wahrscheinlich genau das Ding, was man weit scrollen muss. Das wird in Zukunft im LS25 dann ja noch schlimmer. Wenn es schon 100 Ingame-Zäune gibt und dann kommen noch die Mods dazu. Ja, hier. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Das ist ein anderer. Ist weit hinten. Betonplatten, das ist ja nochmal echt interessant, auch für mich mal gucken, wie sowas modmäßig umgesetzt wird. Hier irgendwelche. Über, ja. Nee, das ist nicht. Das ja. Ist ein kleiner. Den habe ich woanders verbaut. Ja, sehr cool, was man damit alles machen kann, wusste ich auch noch nicht, habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Und das ist ja egal, ob es jetzt der gleiche ist, ich keine Sorge, ich mache es, ist ja egal, wenn ich jetzt hier was platziere. Das ist jetzt die breite Variante. Schon cool, weil er sich ja auch immer so ranzieht, ne? Über diese Zaunplatzierung hat man ja immer gewisse Punkte und man kann natürlich nicht immer nicht wirklich noch dazwischen gehen, aber es gibt halt bestimmte Bezugspunkte und die sind natürlich für diese synchrone, gleichmäßige Gestaltung, ja, sehr gut, kann man sagen. Da gibt es ja auch diese Steine als Einfahrt, als Verbindungsstück, die halt dann abgeflachter sind. Schon cool. Aber wie du sagst, trotzdem, auch wenn man das als Zaun platziert, ist das trotzdem dauert das ein paar Stunden wahrscheinlich, das so im Detail, weil dann kommen ja noch Büsche da rein, dann kommen Blumen da rein oder Gräser, oder Bäumchen. Aber das ist ein krasser Pferdehof, würde ich behaupten. Danke. Das ist schon krass. Können viele Pferde gezüchtet werden. Aber gut, mit Horse Helper, dann wird es auch wirtschaftlich, weil man ja doch mittlerweile für die Pferde im Verkauf ein bisschen Geld bekommt. Ja, und dahinter sind ja noch deine drei Pferdeställe.
Wenn man sich anguckt. Ohne Weide war das, ne, Digga? Ja. Auch mit dem Boden. Das vordere sind eigentlich nur zwei Reithallen nochmal. Ja, und hier sind die Pferdeställe, genau. Kleinen Bereich. Ja, auch auf jeden Fall. Schon krass, wie viele Tiere hier auf dem Hof Platz finden würden. So, gucken wir mal weiter. Hier vorne haben wir klassisch Klärwerk. Das ist so, wie es ist. Hier haben wir jetzt die BGA Süd. Auch hier ist ein bisschen was selbst gestaltet. Sag ich auch mal. Große, relativ flache. Den kannst du aber trotzdem hoch aufschütten, die Platten hier, oder wie? Ich hoffe es, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, man müsste eigentlich gehen, weil das ja wahrscheinlich über die Map gesteuert wird. Mhm. Die High-Haufen sozusagen, die Höhe der Haufen. Und diese ganzen Leerpaletten und Reifen, sind die an den Objekten dran oder hast du die auch nach selber gemacht? Nee, also die, das ist eine Leiste, die man platzieren kann, mhm, in Dekorationen. Das andere sind aber so fertige Silo-Platten oder hast du die auch irgendwie? Genau, also das sind ganz, das sind so Flachsilos. Mhm. Und die habe ich, also wo du gerade warst, die drei hintereinander, das sind drei einzelne Silos, die halt jetzt optisch ausschauen wie ein langes. Ja. Aber dem einen sieht man die, genau, da sieht man so leicht den Unterschied. Wenn man genau im Detail guckt, siehst du diesen Strich, der es dann trennt. Und daneben an hast du vier oder fünf, wenn man zählen kann. Genau, andere bei platziert. Denen waren die Reifen jetzt dran und die Leerpaletten und bei den anderen auf dem Haupthof, da habe ich sie drauf gesetzt. Ja. Ja, ist immer ein schönes Deko-Element auf jeden Fall. Mit Eingangswaage. Hier wird noch gewogen, was angeliefert wird. Es kommen auch noch ein paar Ballenlager daneben. Aber die habe ich noch nicht runtergeladen. Radlader. Eine ordentliche Werkstatt mit ordentlich viel kleinem Deko drin. Ist das für eine Werkstatt oder was ist das? Sieht auch schick aus. Gut gemacht. Auch immer mit den eigenen Symbolen. Finde ich auch immer schick. Das schaffe ich zeitlich immer alles nicht, mich da auch immer noch reinzufuchsen. Aber sieht cool aus. Das ist eine Werkstatt mit Tankfunktion wahrscheinlich und genau, ja, also Einigung. Ist die Tankfunktion und in der Mitte ist die Werkstatt selbst. Oh, hier so ein paar Fahrzeuge. Was sind das für Geräte? Ist das von Mais Plus irgendwas oder was sind das hier, die beiden Rechten in der Fahrzeughalle, diese Tanks? Nee, das ist für Dünger und für Herbizid. Ach so, als Zubringer praktisch fürs Feld oder was? Genau, da kann man dann noch Paletten reinstellen. Und mit dem Mod kann man sich dann auch das Herbizid selbst anmischen mit Wasser und einem Kanister. Das habe ich aber noch nicht selber ausprobiert. Ich habe es nur bisher platziert. Deswegen auch diese unterschiedlichen Pötte hier. Sieht auch interessant aus. Ja, da sieht man nämlich immer, der Spielstand hier hat ca. 400 Mods drauf. Da ist natürlich viel Kreativität, viele andere Sachen, ja, wo man mal über den Tellerrand auch für mich auch mal hinausschauen muss. Weil manchmal lebt man in seiner Bubble so nach dem Motto und kriegt auch gar nicht immer alles so mit. Das ist häufig so, weil man, ja, wie gesagt, kann da nicht alles immer verfolgen. Aber auch hier überall noch schön ein bisschen diese Randsteinverzierung gemacht. Ein bisschen Deko rein und dann kann das so aussehen und so macht das dann auf jeden Fall, ne? Sieht das auch schon wieder schön aus. Gut. Die Ecke vom Feld wurde ausgespart. Die Ecke höre ich auch immer wieder nervig zu bearbeiten. Bin auch selber hier schon häufiger hängen geblieben. Nebenan hat er die Gemüsefabrik reinplatziert. Ja, Kartoffelfabrik ist da, wo sie theoretisch hingehört. Und hier sind wir jetzt nochmal so ein bisschen auch wieder kreativ tätig geworden. Dein Sägewerk. Ja, also ich habe versucht, möglichst die Produktion so zu platzieren, wie du es gemacht hast. Mhm. Zwei Tischler. Und Bäume entfernt oder selber gefällt? Also ich habe alle Bäume auf der Karte schon mal gefällt gehabt, aber da das jetzt ein brandneuer Spielstand ist, habe ich es erstmal gelassen. Ja. Ja, hier sehen wir zumindest noch den Graben, nicht wie bei Pascal gerade eben. Das Boot fährt auch noch durchs Wasser hier. Ja, schon mal schön. Ich werde die Bäume auch beim Sägewerk lassen und dafür halt bei Feld 51 oder 50. Ja, wenn man sich das so anguckt, hier, das sieht ja auch gut aus. Hier noch ein extra Kran platziert für ein bisschen Optik. Ist auch vor kurzem noch Holz angeliefert worden hier im Holzlager. Ja, ich habe also den Wald erstmal platt gemacht für die Produktion, um diese dann zu überladen. Ja, der Kran hat auch Funktion und funktioniert oder was? Ja, ja. Okay. Der kann man umrüsten auf Palette, Schaufel oder halt Holz. Ja.
Verkaufsstation, Sägewerk, Pellets. Das kennen wir so einigermaßen. Überall vorne aber noch ein bisschen Deko zur Straße hingemacht. Dass sich das ein bisschen besser abgrenzt. Sieht auch gut aus. Dann hast du hier Platz für die Ölmühle gefunden. Ja, kann ich ein bisschen lauter machen. 150%. Wenn er nicht rumschreit. So, genau. Hier rundherum auch noch ein bisschen dekoriert. Brauerei. Öl. Hier ist ja noch ein Platz für ein Feld gefunden. Das sind die Tannenbäume, ne? Ja, die sind schmaler, genau. Da dachte ich, sonst wäre es knapp geworden. Ja, bei den Produktionen fehlen dann noch die Schranken. Da im Tor. Die kommen noch im Nachgang. Ja. Schafe, ein bisschen die Bäume bei den Schafen. So. Achso, jetzt wäre erstmal wieder Autosave. Gut, Bäckerei ist klar. Hier hinter ist auch ein bisschen umgebaut, ähnlich wie bei mir denn. Mit der Fischfabrik vorgelagert. Und der Räucherei. Und noch ein Fischer noch nebenan. Genau. Das passt auch soweit ganz gut. Hast du denn einen dritten Fischer oder hast du dir einen gespart? Ja, ich habe die zwei am Hafen und den dritten bei der... Okay, hast du drei. Das hat auch primär optische Gründe. Ich muss jetzt nicht alle drei laufen lassen. Nö, nee, das passt auch eigentlich. Ja. Ne, passt hier gut hin, irgendwie zu dem Thema, auch mit der Fischfabrik nebenan, der Fischräucherei, um einen Kutter hier zu haben. Noch ein Deko, noch ein Boot da irgendwo hingehauen, damit das besser passt da, diese Ecke. Ja, Bohrinsel kennt man. Mehl. Hier auch die Holzkohle mit reingesetzt. Ja, hier sieht das jetzt auch alles ein bisschen anders aus. Da muss man selber auch erstmal kurz wieder gucken. So, also hier auf dem Feld, da hast du die Feldplantagen vor. Na, hier sind die Oliven. Genau, die können nämlich zur Brennerei dazu. Deswegen habe ich die da platziert. Ja. Heurasen. Kürbisse. Und die Weintrauben. Achso, die Brennerei ist da vorne. Ja, hier sieht auch einiges anders aus. Da muss man auch echt erstmal selber durchsteigen. Das ist halt, ne, immer wieder spannend zu sehen. Da gehen wir hier erstmal hier weiter. Dann gehen wir gleich nach außen. Also hier vorne die Brennerei platziert. Und nebenan, oh, das sieht aber auch schick aus. Was hast du hier Schönes gebaut? Eine Statue. Bist du das, oder? Wo bist du gerade? Ja, du siehst das 10, 20 Sekunden zeitverzögert. Vielleicht sollte ich denn... Ja, Mr. Farming. Auf dem Podest hast du so eine Figur vor der Brennerei. Ich bin jetzt zur Brennerei abgebogen. Genau, ja, das ist ein Placeable. Als Start mit dem außenrum. Verschiedene. Auch ein paar schöne Gebäude hier auf jeden Fall. Passt auch ganz gut so mit diesem Hof oder mit dem Vorplatz. Was kann das hier alles produzieren? Oder sind das Lager oder was? Das Trauben, das sind, Hof? Das sind also Schüttgutlager für Trauben und Palettenlager. Ah, okay. Auch ganz gut animiert mit dem, dass man es aufdreht. Das sieht ganz lustig aus. Also erst dreht sich, dann öffnet sich die Tür. Ach so, da hast du ein paar kleine komische Traktoren reingestellt. Genau, ich habe ja noch ein kleines Weintraubenfeld auf dem Hof hier, dass ich da noch ein bisschen den hier Hauswein dann, machen ach, kann. Ach, hier vorne. Ja, muss man. Ja. Dafür habe ich das Equipment gekauft. Hier wegwachsen zumindest auch mal richtige Weintrauben, auch wenn es nur ein kleines Feld ist. Finde ich, ist es ganz lustig, das auch mal zu machen. Also so eine ganz entspannte Größe auch, die man wirklich noch gut bearbeiten kann, ohne dass man da wieder ins Schwitzen kommt und nachher stundenlang das machen muss. Ja, mir geht es eher so um Storytelling, so dass man sagt, man nimmt die kleinen Maschinen, holt auch die Trauben selber vom Feld und den großen industriellen Maßstab holt man dann aus seiner Produktion. Hatte ich gerade eben auch schon überlegt. Ich sage nochmal. Ja, du kannst jetzt theoretisch im Discord
theoretisch den Stream sehen, oder? Kannst du mal gucken? Ja, ich schaue es auf dem... Ja, du bist aber auch im Discord, oder guckst, kannst du nicht, weil dann würdest du 1:1 genau das sehen, was ich eben auch gerade sehe. Darum geht es jetzt eigentlich höchstens, dass es nicht zeitverzögert ist. Okay, jetzt sehe ich es ja. Vielleicht kannst du das dann bis, glaube ich, da 10 Sekunden früher oder so. Machen wir doch das. Dann haben wir nicht so diesen Delay da, den Versatz drin. Hier ist noch frei. Schlachter hast du noch nicht oder steht irgendwo anders? Nee, der fehlt noch, weil der ist für den Haupt... Weil ich spiele eigentlich im Multiplayer mit 5 verschiedenen Höfen, ja, um das Ganze thematisch zu trennen. Und den Schlachter, den kauft sich der Haupthof, wenn er das Geld hat. Okay. Um dann direkt die Tiere zu schlachten. Das ist auch schick gestaltet hier. Eine Kirche. Gerd, Tastenritter, das ist was für euch schick gestaltet. Hier vorne auch mit so einem Brunnen. Eine moderne Kirche, oder ist das ja? Ja, das ist eine Verkaufsstelle, Mematorium oder so. Ach. Hier kannst du die Leichen frieren oder was verkaufst du hier? Nee, es ist Sägewerkprodukte sind ja, da, glaube ich. Okay. Bei Emo gibt es auch so eine Karte mit Särgen und so. Ah, oh, okay. Wegen Verbrennung oder so. Aber an sich ein schickes Gebäude, auf jeden Fall gut gestaltet. Hier haben wir. Verkaufsstelle Recyclinghof. Aufstelle Recyclinghof. Okay, da kannst du alles Mögliche denn an, genau, Zeugs verkaufen. Dreimal? Ja, dreimal einfach nur für die Optik. Ah. Da vorne Baustelle, Verkaufsstation. Ja, man ist immer wieder selber auch beeindruckt, was es alles so gibt, wie man das alles so gestalten kann. So, dann gehen wir jetzt deswegen habe ich ja so viele Mods, weil das ja Hälfte mindestens mal Deko-Sachen sind. Ja, wenn man ein Händchen dafür hat und wirklich auch ein bisschen Zeit da investiert, jetzt haben wir hier ein riesiges Flüssigkeitenlager. Was sind das alles noch für Schüttgut? Erdfrucht. Erdfrucht, ja, genau. Ja. Erdfrucht, Schüttgutlager. Also, das ist mein Zentrallagerkomplex, der wird noch dekoriert. Da hatte ich aber noch nicht die Zeit, den schön zu machen. Aber auch hier kannst du glaube ich eine Menge Erdfrucht einlagern. Ist das hier Sorte, ja, ist oder ist einfach? Ja, nee, also das pro Silo 2 Sorten. Mhm. Ich habe diese Kapazität aber auch hochgesetzt. Hier, das hat jetzt insgesamt 10 Millionen Kapazität. Und die Hallen, das sind auch Werkstätten hier oder so, ne? Genau, das sind Werkstätten. Das große Getreidesilo hier. Genau, das ist ein Megasilo mit, ich glaube, 100 Millionen Kapazität. Aus Amerika importiert. Ja, deswegen die Fahne da, ne? Muss man mal austauschen. Ja, es gibt Kanada oder USA als Flagge. Ach so, okay. Kein deutsches zur Verfügung gestellt, wobei so ein siehst du auch selten in Deutschland. So, dann müssen wir hier mal Zentrallagerbereich, hast du schon gerade gesagt, ist noch nicht hundertprozentig fertig, ist noch in Arbeit. Genau. Aber auch hier eine Rampe, Waage, was auch immer. Hier ist so Stellplätze. Waage. Das ist ein Kühltrailer. Ein Kühlaggregat vorne. Ja, auch extra mit Parkplätzen hier auf jeden Fall. Einer ist in Arbeit gerade oder den hast du nicht? Ich einfach eine Lücke, um ein bisschen Platz zu lassen. Ja, okay. Das sind aber auch hier, sind keine Deko, das sind hier normale. Die sind Autoload, die funktionieren. Und dieser Volvo-Kran? Der funktioniert auch. Der funktioniert für die Container, die du gesehen hast. Ach so. Hast. Einige Container ja auch mit diesen durch den Mod gibt es auch Container mit Funktion und so weiter, ne? Mhm. Ja. Ja, links davon dir gerade waren noch zwei Palettenlager, diese Hallen, 2500 Kapazität. Das sind aber diese Pauschalen, wo du alles Mögliche einlagern kannst, oder? Ja, da kann man alles reinlagern. Ja, genau. Da kannst du theoretisch auch Ballen einlagern oder nicht nur. Genau. Genau. Aber ich primär nutze ich es, wenn deine Lager voll sind vom Zentrallager, werde ich da dann umlagern. Wenn die voll sind, ja, das ist ja. Auch noch ein bisschen was zu tun. Aber auch hier mit ein bisschen Mauer, ein bisschen den Graben noch da, ein paar Bäume. Das sieht schon gut aus. Zentrallager. Tatsächlich andersrum platziert. Ja, ich wollte von der Straße weg. Ja. Dass man die Container besser sieht, wenn man von der Straße kommt. Und das sind auch Funktionscontainer, die jetzt hier sind, oder ist das genau, keine Deko? Die vorderen sind für Getreide. Und dann manche sind für am Autoload. Ich glaube, die DHL sind Autoload für Paletten.
und die Links für Flüssigkeiten, ja. Die hat der Gleut. Das richtige Containerindustrie. Da brauchen wir noch ein Containerschiff, auf das das dann verladen wird, oder wie? Ja, Containerschiff habe ich noch nicht, aber ein anderes Schiff. Ja, das hatte ich gerade eben schon. Irgendwo stand hier ein Schiff außen, ne? Das sind Getreide. Und das dahinter wartet auf die. Ach, da hinten. Das ist nur. Das wartet da halt, bis ja. Der erste weg ist. Das hat auch keine Funktion, ne? Das ist halt Deko. Ja, das ist auch eine Verkaufsstation, aber mhm. Die nutze ich nicht, weil die so weit weg ist. Das ist in dem Fall nur dann Deko. Aber nur 32.000 auf dem Konto wird bemerkt. Ja, das liegt daran, dass ich. Ich habe ja die ganzen Höfe zusammengelegt, wenn ich in den Singleplayer runtergehe. Mhm. Und dann zieht er mir natürlich den kompletten Kredit immer ab. Ja, aber du hättest es doch auch selber wieder hosten können als Multi, oder ist das denn blöd? Weil ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich ja den Server-Spielstand runtergeladen und wenn du den dann selber als Multi bei dir hostest. Ja, ich hoste den bei mir als Multi. Ja. Aber beim Speichern und dann Neustart des Ganzen als Singleplayer legt er alle Höfe ja, zusammen. Ja, genau, wenn das heißt Singleplayer. Genau, und da wollte ich im Nachgang wollte ich für dich die Zahlen anpassen, dass es eine glatte Zahl ist, aber das hat es irgendwie nicht so übernommen. So, na ist ja. Hier ist ein Fahrstuhl und der funktioniert ja, auch. Das ist eine Aussichtsplattform, ja. Das ist auch cool. Schön ein bisschen Mucke, ist natürlich wahrscheinlich wieder so ein bisschen, naja, was für eine Mücke das ist, man weiß es nicht. So, der fährt auch nach oben und bleibt hier halbwegs drinne. Viel Vergnügen. Landbauer, von wem ist der Mod? Vom Landbauer. Ja. Also sehr viele der Deko-Mods, die du jetzt gesehen hast, sind von Landbauer. So, jetzt sind wir oben angekommen und können hier ein bisschen gucken. Das ist auch ein cooler, lustiger Mod, den man sich teilweise schön irgendwo platzieren kann, wenn man auch mal gucken möchte, wie das da von oben gestaltet ist. Jetzt muss ich wieder runterfahren wahrscheinlich. Aber ich kann auch versuchen, hier irgendwie rauszuspringen. Oder ist, na, da, hier hat er hier Schutz. Kann man nicht so leicht raus. Schade. Fahren wieder runter. Ist aber auf jeden Fall auch lustig. Kann man mal machen. Hier ein bisschen dekorative Fotos an der Seite. Hier sehen wir auch wirklich, wie man so fahrstuhlmäßig runterfährt. Auf jeden Fall auch gut gemacht. Ja, gibt eine Menge coole Mods. Das sieht man eben auch gerade bei diesen Hoftouren, was man so mitmachen kann, wenn man auch noch natürlich ein paar mehr Mods mit reinnimmt. Doppelte Sicherheit hier oder was. Mach ich den mal auf, mach mal auf, genau. Hier ist dann noch eine Bushaltestelle. Für die also Zentrallager-Mitarbeiter. Da hinten rechts steht dann noch ein Bus, mit dem die dann abgeholt werden immer. Yes. Ja. So, das sind auch noch solche komischen kleinen Fahrzeuge. Da ist der Bus, ja, okay. Genau. War schon lustig. Das sind so kleine feine Details, die zwar an sich keinen richtigen Spieleffekt haben, so nach dem Motto, aber trotzdem irgendwie das lebhafter gestalten. Ja, also ich meine, wenn man den Spielstand im Multiplayer spielt mit den 5 Höfen, dann kann man das natürlich dann auch nutzen. Ja. Und fürs Roleplay. Aber ja, also hier wird dann natürlich dann noch ein bisschen schöner alles gemacht und so. Oh, hier schon eine schöne Maersk-LKW-Flotte. Bei den Trailern gerade noch der letzte, der hat noch einen kleinen Gabelstapler hinten dran. Oh ja. Das geht aber bei allen 4, weil das sind extra lange Auflieger, wo man dann so einen kleinen Gabelstapler mitnehmen kann. Das sind aber normale Autolos oder ladet ihr manuell Paletten oder? Ne, ich mache nur Autoload. Ja. Da habe ich die Zeit nicht für. Den Fahrstuhl brauchen wir im Multiplayer, sagt das gleich. Wo sitzt denn irgendwann jemand drin und muss die ganze Zeit hoch runterfahren, auf jeden Fall. Ja, und dann den Autokran noch, wenn ich höher als 3 Lagen Container bauen möchte, kann ich das mit dem Autokran hochheben. So, hier haben wir auch eine anders gedrehte Zeltstoff. Denn das ist sozusagen hier vorne der Weg. Vorne ist alles mit Deko zugemacht, auch eine Variante. Hier ist noch Platz für irgendwas anderes, was auch immer da noch hinkommt. Genau. Vielleicht eine Werkstätte, also 2 Werkstätten. Ja. Vielleicht eine Werkstatt oder was anderes. Okay. Fischzucht auch richtig platziert. Na gut. Genau, die beiden Fische hier am Hafen. Typisch Zucker. Da kann man ja auch nicht so viel machen. Da kann man höchstens selber noch nachher nachträglich noch ein bisschen was dekorieren. Aber ja, es ist ja so als Bauplan vorgegeben. Zucker mit Labor und Malzfabrik. Hier geht jetzt Black Forest sein Herz auf. Na, schöne Feuerwehr. Das alte Gebäude gelöscht. Wahrscheinlich dann auch gefreut, dass in der letzten Version das jetzt alles mit dem Knopfdruck weggeht, so ungefähr. Oder in der vorletzten Version, wie auch immer. Ja. Und
Ihr spielt auch mit dem Emergency Pack dann sozusagen, habt auch Feuerwehreinsätze oder ist das nur so? Ich hab's drin, aber auch nur, wenn ich mal Lust hab. Ja. Falschen Einsatz. Vielen Dank für den Raid, seid gegrüßt, moin moin. Ja, auf jeden Fall eine gute Flotte hier, sogar so ein kleines Fahrzeug. Was sind hier an der Seite? Das ist ein Palettenregal, ne? Die sind aber, glaube ich, manuell zu beladen. Ja. Kann man Schlauchpaletten oder keine Ahnung was reinstellen, wie auch immer man gerne möchte. Ja, aber hier auch Winterdienst. Ja. Und ein Milchtaxi. Das sieht auch lustig aus. Alte Molkerei. Das ist Deko, oder? Ja. Toilettenhäuschen gibt es auch noch. Auch hier wieder so einen kleinen Platz gestaltet, dekorationsmäßig als Gedenken. Danke an alle unsere Veteranen für ihren Dienst. Das war der Bundeswehr bei euch, oder? Nö, das fand ich einfach nur ein tolles Placeable. Gerade auch bei der Feuerwehr, weil das vielleicht zusammenpassen könnte. Mhm. Ja, für den Einsatz. Ja. Ja, es ist der Enhanced Endless System Mod. So, hier ein bisschen Werbung. Unsere Mitarbeiter machen mich stolz, auch wenn sie für andere im Einsatz sind. Freiwillige Feuerwehr, für mich für alle. Ja, liebe Leute, meldet euch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Kameradschaft. Aber auch schick. Gut, wo sollen wir denn noch hin? So, in der Stadt ist ja alles, wie es ist wahrscheinlich. Ja, in der Stadt ist noch nicht viel passiert. Ne? BGA Nord ist BGA Nord. Die kommt weg, wenn ich die Felder dann erweitere. Wie teilt ihr eure Höfe auf? Du sagtest, ihr habt einen Multiplayer-Spielstand mit 5 Höfen. Ich spiele selbst also alle Höfe. Ja. Mir ging es so darum, dass ich spiele den Hauptspielstand, den Haupthof, den Eichenhof. Und spiele halt dann zwischendrin die anderen Höfe. Mhm. Und verkaufe mir dann sozusagen gegenseitig die Sachen. Ja, also machst du, okay. Und dann, es gibt ja auch diesen Rechnungsmod. Ja, haben wir gerade eben, oder habe ich gerade eben beim Reinklicken schon gesehen. Ja, soll wieder gespeichert werden. Ich sage erstmal Kaffee, Prost, Leute. Und damit kann man dann sich gegenseitig die Rechnungen schreiben und Umsatz gutschreiben. Dass er jeder Hof für sich produziert und es dann am Ende ans Zentrallager verkauft. Ja, da ist auch eine richtige Verwaltung dann drin. Ja. Ja, hier sind die Rechnungen, da kannst du dann Rechnungen stellen. Sowas brauchen wir im Multiplayer, genau. Kannst du gegenseitig immer Rechnung schreiben. Wahrscheinlich trudelt bei mir dann immer die Rechnung ein und ich bezahle sie einfach alle nicht. Ja, hier haben wir jetzt... dementsprechend Getreide, Lebensmittel und auch da hinten nochmal Textil. Hier kommt wahrscheinlich mit der Zeit noch was hin, aber zumindest auch die Wege sind schon abgegrenzt. An den Wegen ist immer rundherum noch wieder ein bisschen Kies. Das macht auch auf jeden Fall so von der Optik immer schon was her. Das sind so nur kleine Feinheiten, die manchmal schon reichen. Marmelade sitzt, Mosterei sitzt auch. Eisfabrik. Wenn du weiterfliegst, da ist noch eine kleine Deko verbaut. Im letzten Hof. Ja. Ja. Oh ja. Das ist ein Weihnachtsmarkt und Jugendherberge in einem. Ja, da gab es auch so einen Weihnachtsstandmod oder so, ne? Genau. Auch hier kannst du sagen, ne, hier darfst du nicht rein. Machen wir erstmal zu. Schönes Spielzeug. Das brauchen wir auch dann. So, ja. Ja, das sieht auch immer schick aus, finde ich, so mit diesem Kreis rundherum und dem Zaun, auch ein schönes Objekt. Gut, rosa, das ist halt Geschmackssache. Hier leuchtet das schön bei Nacht. Und? Ja. Wenn du willst, kannst du ja... Bergmüller reisen. Naja, ich kann mal schnell spulen. Obwohl, dann wird der Rest gleich dunkel, ist auch blöd. Ja, ich lass das mal. Auf jeden Fall leuchtet das hier bei Nacht. Genau, das ist Kindelsmarkt. Ja, aber passt gut. Gerade so diese Hoffläche ist ja sonst so ziemlich leer. Ja, davor hatte ich versucht, hier die Brennerei hinzustellen. Aber wenn man das Gebäude entfernt, dann flackert das die ganze Zeit. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Okay. Ja, und hier die Verkaufsstände. Teilweise, glaube ich, mit Funktion, ne? Teilweise. Ja, das sind alles Verkaufsstationen. Ja. Und Spielplatz. Karussell dreht sich noch. War ein bisschen kaputt. Ja, der ist auch gesperrt. Ja, das ist okay. Das ist ein Schild, das aktuell gesperrt ist. Hätte ich lesen sollen, wa? Betreten auf eigene Gefahr. Ne, rechts ist es, glaube ich. Hier, das Weiße. Spielplatz von Amts wegen gesperrt.
Sehr gut. Und dann eine kleine Weihnachtsbaumverkauf. Ja, ein paar Tannenbäume. Hier noch ein paar Verkaufsstände. Glühweinstand und wie auch immer. Hm. Hier hätten wir auch noch weiter. Genau, das ist dann so der Jugendherberge-Teil. Ganz viele oder kleine. Oder also Apartments, wenn man Urlaub machen möchte. Und auch reingehen, das ist natürlich auch schick gestaltet. Über mit Toilette und allem drum und dran hier. Oben das Bett. Kleine Ferien. Kleine Ferienbutzen hätte ich jetzt gesagt. Ja. Genau, bringt doch alles Geld monatlich. Okay. Das kann vermietet werden in dem Sinne. Alles dieselben. Ich sehe es auch immer so ein bisschen aus Modding-Augen und so denke ich mir immer so, oh, gut, schick gestaltet, schönes Objekt. Schöne Animation da drinnen, halt mit den Objekten auch. Texturmäßig und so weiter, das ist ja schon, sieht schick aus. Generell hier der ganze Bereich. Schön gestaltet. Etwas rausgeholt aus dem Bereich. So. Hinten von dem Eck ist noch das Toilettenhäuschen nochmal, diesmal mit Hecke. Ach doch, ja. Auch gut ein bisschen abseits. Hier gibt es noch so einen einzelnen Chipsverkaufsstand. Öffentliche Toilette. Ist ja auch noch mit aufmachen? Ne, die kannst du nicht aufmachen. Nicht. Muss man ja auch immer noch mal checken. Die ganzen Leute hier ein Zeug stehen lassen. Ja, sehr cool. Ja, ich werde dann wahrscheinlich den Wald rechts dann irgendwann roden und da halt mir das Holz hernehmen. Ja, das reicht ja dann erstmal für ein paar Monate oder Jahre. Ja, du meintest ja eh, dass die Holzfäller, oder wie heißt das? Holzfällerhütte, genau. Genau, dass die ausreichen für ein Sägewerk. Drei Stück für einen, ja. Genau, und ich habe ja, glaube ich, zwei bisher. Ja, dann muss man nun nicht so viel dazu bringen. Eine Statistik haben wir jetzt hier ja in dem Sinne nicht wirklich, nee, ne? Nee, das stimmt alles nicht, nee. So, da waren wir. Dann Kieswerk noch links. Mhm. Hier ist auch noch Platz für Gestaltung. Ja, also im Prinzip werde ich alles platt machen, was geht, und da dann halt Felder draus. Ja. Aber weil die Idee war jetzt halt so eine Art Musterspielstand zu machen, weil ich weiß nicht, ob es jemandem gefällt, der das vielleicht haben möchte, dass er dann bei Null sozusagen... Ja, theoretisch. Mal gucken, ob man das auch noch zur Verfügung stellt. Da sind ja doch auch schicke Gestaltungsmerkmale dabei. Das Ding ist natürlich, mit Musterspielstand brauchst du theoretisch auch immer eine Modliste. Ja gut, die könnte ich erstellen. Ja, und die dann sozusagen mit zur Verfügung gestellt werden muss, damit die Leute dann das einzelne Detail runterladen können. So. Auch hier, jetzt muss ich erstmal wieder, genau, wir kommen hier vom Deich und dann ist es hier so rum Kieswerk. Noch ein bisschen mehr Deko überall platziert, noch ein paar mehr Bagger und so weiter. Ja, manche sind echte Bagger, andere sind Deko. Genau, und hier haben wir die Besonderheit, hier ist auch Terra Farm mit drauf. Da wollte ich jetzt gleich nochmal gucken, ob es irgendwo ein Gerät gibt, womit ich jetzt theoretisch Terra Farm mäßig was machen kann. Wenn du weiter geradeaus fliegst, in Richtung Wald, da habe ich im Wald gerade eine Fläche freigemacht. Rechts? Ja, hier. Wo ich dann die Bäume wegnehme und dann versuche mit Terra Farm. Das ist sogar der Radlader, wo du gerade warst. So, der hier. Der Volvo. Jetzt muss ich natürlich erstmal den Flugmodus ausmachen. Dann muss man irgendwie Terraform aktivieren, aber da muss ich mich nochmal einlesen. Habe ich auch keine Ahnung. Aber das kann man wahrscheinlich so jetzt nicht machen, ne? Nee, also, es kann auch sein, dass ich spezielle Fahrzeuge brauche, aber er ist einer davon, der das kann. Da kannst du halt einstellen, welchen Fülltyp du haben möchtest. Dann werde ich halt als erstes, keine Ahnung, Erde, dann Steine, Kies und dann ganz unten irgendwann Sand. In einem anderen Spielstand hatte ich mir auch da eine Mine mal vorbereitet mit allen vier Ebenen. Aber ich dachte mir, mit Terraform ist vielleicht dann doch spaßiger. Ja, schon bestimmt. Ich wüsste es auch mal gerne, wie das funktioniert. Ich habe es auch noch nie getestet. Ist jemand anderes aus dem Livestream-Chat dabei, der mit Terraform schon mal gespielt hat? Nicht vergessen, mit Terra Live. Mit Terraform ist ja irgendwie eine Einstellung, kannst du dann wirklich sozusagen jetzt mit dem über den Boden kratzen und du sammelst halt wirklich was auf und betreibst halt wirklich Bodenarbeit. Sprich, du gräbst dich tiefer ein. Und kannst so eine richtige Mine erstellen, sozusagen. Oder halt einfach ein bisschen Erde, ein bisschen Kies baggern, je nachdem. Aber ich wüsste natürlich auch nicht genau, wie das funktioniert.
Steht jetzt hier auch nicht drin, ne? Weißt du jetzt auch nicht. Aber hast du damit schon mal gespielt oder gar nicht? Ja, ganz am Anfang, als es rauskam, da habe ich bei Feld 55 mal ein bisschen rumgebaggert damals im alten Spielstand. Haben die eine eigene Rubrik hier drin in dem, oder? Ja, also in den Mods selbst schon, aber in der Ansicht jetzt nicht. Okay. Das ist Felder Pachten Mod hast du mit drauf. Fruchtfolgeplaner, Workplan. Die ganzen Produktionen. Zusätzliche Einstellungen. Zusätzliche Tierhaltung. Ja, finde ich aber Anhieb auch nicht. Aber werde ich auch mal demnächst mal irgendwie rausfinden, damit man weiß, wie kann man so einen Boden jetzt hier eigentlich bearbeiten. Also Terraform siehst du eigentlich nur in der Tastenbelegung selbst. Also den eigenen Reiter dafür gibt es jetzt nicht in dem Menü. Also bei den Tasten, ja gut, Tastenbelegung hast du mit den Anzahl an Mods mittlerweile eh so viele. Eben, da dauert es immer ewig, bis du das findest. Dass man da fast auch heutzutage, also ich selber auch gar nicht mehr wirklich durchsteige, was immer. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch das Problem mit Taste R, ich weiß es nicht. Ich habe ja so ein Taste-R-Problem bei mir ständig. Towing, Chain, Resource. Ja, da ist es Terraform. Stop. Terraform, Toggle Enable, Open Menü, Taste I oder L. Toggle Terraform Mod Z und Toggle Discharge Mod B. Genau. Was oder nix? Muss ich wahrscheinlich die passende Maschine noch runterladen. Ja. Weil es gibt ja bei Terraform so ein Modpack. Da sind ganz viele Geräte drin, ne? Die das können. Genau. Ja. Z meinst du, kann ich aktivieren, aber es geht wahrscheinlich mit dem denn nicht. Weil der, weißt du ja nicht, ob das einer ist, ne? Es kann sein, dass es ein normaler Radlader ist. Das Modell selbst kann Terraform, aber ist nicht dieser Mod, denke ich, daran liegt. Ja, ich weiß jetzt nicht, mit Z oder B oder L oder I. Ja, normalerweise werden dir dann bei der Schaufel vorne mehrere Punkte angezeigt. Ja, wo du weggräbst sozusagen nachher oder so, ne? Genau. Aber den Mod muss ich noch austauschen, dass es funktioniert. Ah, schade. Hätte ja klappen können, aber egal. So. Werden wir auf jeden Fall, ich will mir das auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ich das meinen eigenen Spielstand damit im Zweifel verhunze. Wenn man dann irgendwo anfängt, irgendwo was wegzugraben, aber in der Ecke, wo man weiß, okay, komm, das ist auch nicht schlimm, wenn ich da mal was weggrabe. Ja, aber du kannst das ja mit dem Baumenü kannst du ja wieder drüber. Achso, ja, okay, stimmt. Kannst du eigentlich trotzdem einfach wieder glätten, ja, nachdem du also mal irgendwo. Hat dieselbe Funktionsweise wie das Baumenü. Okay. Nur halt mit Maschinen, ja. Ja, das ist ein cooles Feature, finde ich eigentlich. Ich wollte das immer schon mal gemacht haben, aber. Ja, aber ansonsten auch ordentlich Bäume, alles eingewachsen hier. Das sieht stimmig aus. Das ist der Originalwald. Ich habe halt die Bäume, die ich nicht brauchte, rausgenommen. Ja. Und dann ist Säge weggefahren. So, mal gucken, was haben wir denn noch hier? Zeittechnisch sind wir auch schon wieder bei 3/4 gleich. Feld 14, hattest du noch, da sind Gewächshäuser bei dir. Aber da ist, achso, ist sehr, sehr grün hier hinten. Das sind ja praktisch nur gefühlte Fußwege hier. Aber auch schick. Ich werde trotzdem drüber fahren, das Gras ist ja. Ja. Wächst ja nach. Und dann haben wir halt Gehsteig mit Randstein und Lampen. Das ist auch der dünne Randstein verbaut. Ja, hier genau, gut gestaltet, so mit so einem Spazierweg praktisch. Das ist auch ausschließlich jetzt für den Gemüseanbau, also nur Gewächshäuser und ein Feld für Baumwolle. Mit ein paar Gewächshäuser. Immer noch mal eine Besonderheit, hier ist gerade eine Windmühlenbaustelle. Da muss ich erstmal noch den Raupenbagger oder Raupenkran aufbauen, aber das dauert einen ganzen Tag, weil das ziemlich viele Teile sind. Und dann werde ich hier ein riesiges Windrad aufbauen. Was kann man, das ist tatsächlich dann auch aufgebaut, also Stück für Stück kann man das selber aufsetzen. Stück für Stück aufbauen, genau. Erst mal den Kran montieren und wenn der steht, dann kann man das Windrad aufbauen. Ja, da finde ich es immer krass, was es eigentlich alles gibt an Mods, wovon man selber echt keine Ahnung hat. Das ist die Karte hier von Harvest Hustler Gerd. Der nächste, den hätten wir noch. Christian und Big Bayern Fan. Das ist auch aber lustig, so eine Windmühle mal selber aufzubauen. Aber friemelig wahrscheinlich, wie du sagst, ne? Ja,
Aber du kannst sie halt, ich glaube, doppelt so hoch wie die Stand, also wie deine platzierten Hotz. Bauen. Das ist ja riesig. Die haben auch Funktionen, also die haben auch Generatoren, die dann Strom bzw. Geld produzieren. Auch krass. Ja, da sehen wir. Und deswegen, man sieht halt, was alles krass möglich ist, wo Giants nie eine Chance hat, mit ihren 50 Mitarbeitern ranzukommen, was die Modding-Industrie, die Modding-Community sozusagen da alles auf die Beine stellt. Das ist unglaublich. Das ist schon echt Wahnsinn. Da kommen die einfach nicht ran. Ja, da haben wir hier vorne, glaube ich, noch, ne, oder? Genau, das Hotel haben wir noch, ja. Ansonsten war es das, glaube ich. Ja, war schon auch recht spannend. Hier haben wir noch ein bisschen Deko. Also bei Feld 9, wie gesagt, da kommt dann halt noch das kleine Dorf hin mit den anderen Verkaufsstellen, mein eigener Hof als mit Farmhaus und so und vermietete Objekte. Aber ansonsten war es das erstmal, ja. Ja, ist auch schon eine ganze Menge. Und hier haben wir noch dieses große Hotel, was, glaube ich, sonst auf der Alpenkarte ist oder so, aber auch passend hier vorne reingekriegt. Ist das ein ganzes Objekt oder ist es das Haus, ja, und den Rest das Deko? Oder? Also das weiße und das braune Gebäude ist eins. Mhm. Hilton Garden Inn und der Rest ist selbst platziert. Also die Busse, die Linien, die Taxis und so. Der Poolbereich links. Hier auch wieder ein Spielplatz, aber nicht in Betrieb. Ordentlich Taxis hingestellt. Ein paar Mülltrennung hier vorne. Das wird die Kundschaft hier vorne wahrscheinlich nicht so freuen, aber. Ja, aber irgendwo muss ich ja als Hotel das Ding da hin tun, ja. Nochmal einen anderen Platz. Ja, guck mal, hier können die VIPs sitzen und dann kommen sie nebenan und schmeißen die Pflanzflaschen oder hier die Glasflaschen weg. Ja, vielleicht setze ich die noch hinter das Hotel. Ja, aber ist ja egal. Was ist das hier? Das ist einfach nur eine Lounge, die dann am Abend. Licht. Das ist ein Lichtknopf sozusagen. Genau, und abends geht es, glaube ich, automatisch an. Ja, da kann man ja. Hier kann man Urlaub machen sozusagen. Auch schöner Bereich hier. Es gibt ja noch die Zufahrt links davon, die du original gemacht hast. Da könnte man natürlich den Müll dann auch hinstellen. Hier hinten. Ja. Ach, krass großes Gebäude. Bringt das auch Geld oder ist es nur Deko? Das bringt, glaube ich, 30.000 im Monat. Was kostet? Aber kostet auch 3 Millionen. Ja, was? Sowas wollte ich tatsächlich auch, also nicht das, aber so eine Art wollte ich theoretisch auch nochmal machen, weil ich dachte, das passt eigentlich auch gut für die Nordsee, so ein paar platzierbare Hotels, die wirklich Einkommen erzielen. Aber auch noch nicht wirklich zugekommen. Aber auch hier vorne, so mit dem Vorplatz, auch akkurat. Zäune wieder gestaltet und so weiter und so fort. Also, hier sind keine Pferde mehr. Nee. Genau. Ja, wie gesagt, wir werden dann schauen, wenn Nachfrage besteht, kann der Livestream-Chat sich natürlich melden oder auch in YouTube unter dem Video dann gerne kommentieren. Dann kann man schauen, ob man, wie gesagt, solche Höfe hier mal als Muster zur Verfügung stellt. Ähnlich dem Muster Safe Game von Tom eben. Klar, man braucht eine Modliste, weil ansonsten sieht der Spielstand nachher natürlich nicht so gut aus, wie er hier aussieht. Und da wird ja noch weiter dran gearbeitet. Eine Sache haben wir noch beim Fahrzeughändler, das habe ich vergessen. Ja. Das ist mein Lohnunternehmen. Stimmt, hier nebenan. Ein extra Hof nochmal, wo ich dann die Maschinen ausleihen kann. Ja, auch gut, hier vorne so steht auch nicht was da. Achso, hör sie aus. Ist Deko oder funktioniert der schon? Das ist der funktionierende, ja. Exakt. Na, ich komm doch so mit J doch wieder nicht rein, ne? Was ist denn der Einstiegspunkt für das Gerät? So ein Flugmodus noch, oder? Ah, ich bin noch im Flugmodus, genau. Ja, der fährt ja mittlerweile auch schon immer häufiger, ne? Gibt's auch in Deutschland mittlerweile schon. Das ist schon ein echt komisches Gerät. Den muss ich auch mal testen. Ist jetzt hier für Gülle konfiguriert. Der kann aber unkonfiguriert werden oder ist der. Genau, hinter dir sind auf den Trailern sind ist einmal das Schneidwerk für Getreideernte und einmal für Dünger oder Herbizid. Auch schon krass, dass es den schon gibt. Habe ich nur als Vorführer sozusagen da platziert. Ja. Ja, sieht aber
auch mal irgendwann mal auf dem Feld den mal zu sehen, das ist bestimmt auch ganz lustig. Ansonsten habe ich halt links die Maschinen für Ballenpressen und Strohbergen sozusagen. Und rechts ist alles, was Erdfrucht angeht. Und Häcksler. Ja. Zwei Stück. Mal durchgehen. Und schon dann schon. Ein paar Äste von den Bäumen nochmal abschneiden. Dann. Ja, genau, also Feinheiten. Ja, dann habe ich, hab ich noch zwei Panther, Kartoffel und Zuckerrübenroder, die stehen bei Feld 3 aktuell. Achso, hier ist auch die Gemüsetechnik. Und da behältst du noch den Überblick, so nach dem Motto. Das ist aber hier vom Lohnerhof oder wie auch immer. Ja, weil es ja durch die Multiplayer-Spielstände getrennt ist. Ja, okay. Ja. Und du kannst ja Zugangsrechte zuweisen. Ach, hier kannst du sogar noch. Genau, weil es ja nicht der Eichenhof ist, habe ich es ausgeblendet. Nur beim Eichenhof selbst steht es noch dran. Das ist Standard oder hast du es selber geändert? Ja, das ist von dem Mod selbst, ja. Okay. Die Idee ist halt, dass bei der Erntelogistik das Unternehmen hilft bei der Aussaat von ja, Erdfrüchten, Rotten und Co. Mhm. Und dann bei der Strohbergung. Also der Haupthof soll sich eigentlich nur auf die Tierversorgung konzentrieren. Ja, es ist ja auch, wie gesagt, diese Tierstelle hier. Und Getreideernte im Sinne von Drescher. Ja, beeindruckend. Hier habe ich ja die 5 Drescher. Ja, so sieht man das nochmal, ne? Die Anzahl an Tierstelle hier. Aber gut, braucht man dann auch, wenn man alles haben möchte. Logistikverteilung funktioniert perfekt. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Freut mich schon auf eine positive Rückmeldung. Kann sein, dass ihr zwischendurch schon was überlesen habt, liebe Leute. Sorry denn dafür. Gerade so, wenn man so in den Hochhöfen hier sich das alles genau anguckt, dann da kriegt man das auch nicht immer alles genau mit. Auch mit dem Hotel hier so mittendrin. Ja, ist auch mal eine andere Variante. Sieht man so selten. Passt aber irgendwie. Macht was her. Auch eingestaltet. Ich glaube, das war es dann so mit deinem, ne? Aber mega. Also der Version, ja. Ja, genau. Da wird auch dran gearbeitet. Das Work in Progress heißt es ja so schön. Das ist in Arbeit. Hier wird was geändert, da wird was geändert. Du sagtest eingangs ja schon, du hast mittlerweile ja schon also fast mehr Gefallen am Dekorieren und Bauen nachher auch gefunden als am Spielen selbst. Oder? Ich habe, glaube ich, um da jetzt hinzukommen, 20 Spielstände gebraucht in den letzten 3 Jahren. Ja. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, so ist er gut und wenn möglich, würde ich den möglichst genau im 25er danach bauen. Ja, da hoffen wir mal natürlich, das wird ja alles noch ein bisschen schicker werden. Hoffen wir, dass er zeitnah eine Vierfachkarte bauen kann und dann bin ich natürlich gespannt auch auf die ganzen neuen Texturen und so weiter und so fort und was uns an Standardgebäuden durch die Standardkarten zur Verfügung steht und so weiter. So, genau, dann war es das. Vielen Dank noch für Sonku für den 17. Monat. Ich sag vielen Dank natürlich an den Harvest Hustler für zur Verfügungstellung hier des Spielstandes des Hofs. Auch eine sehr interessante Tour auf jeden Fall. Es gibt noch 2 weitere. Ich muss mal gucken, ich brauche noch zwischendurch eine Kaffeepause, aber denn wenn wir in 5 bis 10 Minuten sind wir dann wieder da mit dem nächsten Spielstand, liebe Leute. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge dann auch 2000XY. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.